Yeah, Freunde, es geht weiter. Wir haben hier in der letzten Folge uns schon ein bisschen durchgekloppt. Sind mit dem Fahrstab gestürzt mit den Leuten, die wir eigentlich helfen wollten, mussten. Haben wir aber nicht geschafft. Haben doch ein bisschen Schaden bekommen. Ich glaube, die Vortigons haben uns auch jetzt getroffen. Das ist klar. Haben wir mal ein bisschen Pistol-Muni. Nicht weitergehen, weil ich glaube... Boah, okay. Das ist down. Ich finde hier noch was, oder? Oder nee, ich muss das aktivieren. Generatorkontrolle. Okay, wir nehmen uns mal. Okay. Jetzt haben wir erst Strom für den Fahrstuhl, jetzt hat der andere, glaube ich, auch erst. Ich muss nach dem Part jetzt mal erstmal kontrollieren, ob nicht die Sounds immer noch zu laut sind. Ich hoffe mal nicht. Weil für mich in den Ohren hört sich das echt noch recht laut an. Aber gut, okay. Speichern. Die ganzen Nebengeräusche hier sind nämlich recht laut. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Super. Da ist ja noch ein verdammter Vortigon. Hallo? Noch einen gehört, aber... Kann ja wohl nicht sein, langsam. Okay, hier unten ist nichts. Nö, okay, hier ist auch nichts. So, jetzt sind wir nämlich an diesen explosiven Fass. Fass. Entschuldigung. Oh, wir gucken mal, wie er das wieder schmeißen kann. Explosive Kiste. Bounce. Und das müssen wir uns natürlich angucken. Und. Bam. Super Explosion. Und schon existiert einer dieser diesen Wähler nicht mehr. Und wir können uns weiter bewegen. Mann, diese Zivis werden langsam lästig. Jo, warum müssen wir eigentlich die Drecksarbeit machen? Wir müssen die blöden Jobs erledigen, weil Shepards Team es nicht geschafft hat. Okay, bringen wir es hinter uns. Shepards Team. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Okay, dadurch, dass es, sag ich mal, die gleichen Hersteller sind, die Add-ons wurden beide von Gearbox hergestellt, deswegen haben sie hier ihn sozusagen auch noch erwähnt. Ich glaube, das kam vorher beschifft. Ja, ich glaube, von der Technik her schon allein. Runter können wir nicht, brauchen wir auch gar nicht, weil wir von da kamen. Von daher wollten sie bloß schon mal erwähnen, dass es einen nächsten Teil sozusagen geben könnte. Ich weiß, dass es hier saumäßig gefällig wird. Da hat ein Blitz dann was. Okay, da sind Geschütze. Die hören sich auch anders an. Okay, Doppelschuss müsste reichen. Perfekt, okay. Okay, ist alles clean. Yes, Freunde, wir kriegen unser... Oh, wir kriegen unser erstes Sprengarsenal. Super. Wir werden definitiv die Granate als Zweitwaffe schon mal nutzen. Okay, hier geht's nicht weiter. Anscheinend. Ah, also doch hier lang. Stimmt, die Berechnung für diese Tore haben wir ja, glaube ich. Aber ich glaube auch selbst Gorn hatte die öffnen können. Ah, jetzt gibt es ein Ladescreen. Nein! Okay, man sieht... Wir wollten schon... Oh, yes! Oh, yes, 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 yes. Super. Okay, hier ist noch was zum Sprengen. Mach ich mal aus sicherer Entfernung. Genau. Weil, genau. Weil ich hier einfach lang will. Hä? Wartet mal. Muss ich hier lang? Ja.
Was ich auch sehr merkwürdig fand, ist, dass es hier sozusagen noch halb zensiert war. Eben waren es Soldaten und jetzt sind es wieder Roboter, die aber schon immerhin Englisch gesprochen haben, komischerweise. Und vorhin das nächste Addon. Ne, ihr werdet sehen. Ich will euch nicht zu viel verraten. Falls es ihr nämlich nicht kennt. Alter. Schuss und der Danemischuss. Ich glaub's ja wohl aus nächster Nähe. Ist ja. Was? Ach, es heißt. High Temperature. Einfach mal lesen. Steampipe. Mann. Ich hab eine Granate. Okay, wir sind langsam in irgendeinem Bereich, der ziemlich hot ist. Also nicht in mein Zimmer. Mann, ich will Overbomben zu machen. Okay. Ja, die Headcrab kommt da lebend durch. Wartet mal. Okay. Okay, gut, ich würde sagen, sollte jetzt doch eigentlich aufhören. So, jetzt, man sieht es schon, das Areal ist langsam schon zerbombt da und diese Daten sind schon, wohl auch schon da. Kamen recht schnell, muss man so sagen. Glück, dass die Leitungen noch über dem Wasser sind. Weil wenn hier noch ein bisschen mehr Wasser drin wäre, hätten wir ein Problem. Und? Ach, verdammt, das hat das Scheiße mit getroffen. Verdammt! Da ist ja noch eins. Das ist aber bald mal gut hier. Wie viel würdest du denn noch schlucken? Von den süßen Bleipillen. Ja, ich weiß, wenn ich mal treffen würde, würden es wahrscheinlich nicht allzu viele Schüsse sein. Gesehen, links ist Sprengstoff. Na, es kommt schon. Ja. Oh, hat sich aufgelöst. Hat nicht wirklich was gebracht. Das war nur eigentlich für mich. Wartet mal kurz. Ich will was testen. Okay, es war Blödsinn. Komm zurück. Was ist dieser scheiß Fahrstuhl, der so lange. Oh mein Gott. Nein. Vor allem die Mini-Leiter. Ist ja wohl ein Witz. Oh mein Gott, ich komme hier nicht hoch. So, vor Leitern tue ich mal gleich mal einen Speicherpunkt machen bei Half-Life. Da mal so ein bisschen Misstrauen gehe. Guck mal hier. Ich ja so auch mit der Leiter. Ach, deswegen. Wartet mal, ich habe mal eine Idee. Verdammt! Warum ich so viel gute Munition vergeude? Weil ich die Schrot sonst nie genutzt habe. Ey, du verdammtes Scheißvieh. Jetzt aber. Ach nee. Hä? Ich hätte jetzt schwören können, da oben ist was. Die haben nur ganz toll noch echt eine Rolle hin editiert. Diese scheiß Leiter da war. Naja, gut, okay, dann halt nicht. 14 Schuss. Ist giftig? Nö, ist glitschig. Das ist es. Oh, noch eine Ecke. Okay, da ist jetzt keine mehr. Oh, kurz nochmal ein Safe State machen. Ah, ich hab's schon geahnt. Okay. Ich werde mal den Sprengstoff noch mit gleichzeitig nehmen. Oh Gott, das war ja episch fail. Wenn die gerade geworfen hätte, dann wäre sie sogar wahrscheinlich sehr gut gewesen, aber nein. Oh, na gut. Muss ich mal von mir selbst loben. Ah, wartet mal. Ich glaube, dass bei den Sprengstoff da hinten ein Gegner spawnt. Super! Auf den Gegner geschossen.
Na egal. So, Headfab machen wir weg. Oh oh. Ah, scheiße, hat mich die eine noch. Also einen habe ich definitiv nicht. Mann! Ist noch einer. Okay. Links ist immer noch einer. Alter, wie dieser Schnellschuss einfach mal gar nicht trifft. Ach, da war noch eine Headcurve. Jetzt eigentlich selber noch mal was. Okay. Da ist noch, mehr Headcrabs. Die sind haufenweise Gänge. Ich noch gerade gar nicht weiß, wo ich lang gehen will. Hier gucke ich mal den. Achso, das ist. Die greift mich nur an, wenn ich sie angucke. Du bist nicht hinterlässig gewesen, Headcrab. Muss man dir so sagen. Muss ich mich aber trotzdem, weil da scheint es ja weiter zu gehen. Okay, hier war gar nichts drin. Und da oben ist noch einer. Hab ich schon gesehen, mein Freund. Kupferstecher. Ups. Ich dachte, bleibst du nicht drauf stehen? Der muss ich nicht zerstören. Gut, so hinter das muss leben. Und das war, sag ich mal, sozusagen die Sackgasse. Und gut, okay. Ich dachte mir, dass ich durch den Strom links musste. Deswegen bin ich ja extra erstmal hier lang gegangen. Uah! Autsch, egal. So. Oh, oh, oh. Ist ja fies. Gleich nach einem Ladescreen. Ich habe schon gesehen, mein Freund. Okay. Übrigens spiele ich das auf normal. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gezeigt habe. Weil. Ja, ich. Scheiß leicht. Mittlerweile habe ich auch darauf keinen Bock mehr. Komme ich da hoch, wenn ich echt komischen Kisten nutze? Ey, Mann, dieses Schieben hier in diesem Game. Ey, guckt euch das an, ich halte gedrückt. Und trotzdem fliegt es wie Hulle. Halt Crap? Ne. So, nochmal die Taste drücken. Man weiß ja nie. Und du hast dich verraten, mein Freund. Habe ich die Pille in der Hand? Ja. Und oh, da habe ich noch ein bisschen mehr getroffen. Oh, verdammt! Haben sie mich ausgetrickst, die Scheißviecher. Du bist kaputt, oder? Nee. Was zum... Diese Taschenlampen sind optimal. Muss man den echt lassen. Teammacher von den Taschenlampen sind... Ey, jetzt habe ich hier fast mehr getroffen, als ich vernichten konnte mit meiner Scheißgranate. Ach, dann. Falscher Knopf. Oh Mann, ey. Was war das hier über mir? Hier. Ah, da kommt man nicht lang. Ach, da ist. Nee. Ah, oh, also das heißt auf Deutsch hier rechts um die Ecke ist auch nochmal eine. Hier. Jetzt aber. Bitte! Ja! Die habe ich. Wie sinnlos, ey, ich weiß, aber. Nicht. Ey! Diese Scheißviecher. Also. So benutze ich die Granaten wenigstens. Sieht das so. Ich habe auch noch die Magnum, die muss ich auch noch nutzen. Oh! Die Uhr sagt aber schon Feierabend. Ich habe schon wieder Headcrabs. Und das sind Headcrabs auch gefährlich nach einer Weile. Und auf der Masse. Gut, okay, da finde ich Rüstung. Oh, 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 ganz schlecht. Ganz, 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 ganz schlecht. Du kommst jetzt aber nicht her, mein Freund. Wenn, dann muss ich... Ah,
harte Bagagen aufsteigen. Liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ich find's geil. Ciao!